Hallo meine Lieben, Werbung wegen Markennennung, weil ein ganz kurzes Video, weil ich habe jetzt das Shop-Update hochgeladen, aber mir sind im Nachhinein noch so viele Worte eingefallen, die ich sagen möchte. Ich habe euch hier mal ein hübsches Getränk, eine Zeitschrift nur parat gelegt, damit ihr was seht, weil ich sehe momentan ganz grausam aus. Ich habe mir ein Iro rasiert und ich komme damit noch nicht so wirklich zurecht. Ich habe so ein paar Identifikationsstörungen. Ich finde es jetzt nicht so schön. Aber ich möchte dieses Video gerade mal abdrehen. Warte, ich zeige euch mal gerade, wie ich jetzt aktuell aussehe. So sehe ich aktuell aus. Nur jetzt, gerade ganz aktuell, bin ich noch ungeschminkt. Und ich möchte mich jetzt so gerade nicht präsentieren. Auf jeden Fall möchte ich Danke sagen. Danke, dass der Shop so gut angenommen wird. Ich danke jedem, der mir liebe Worte hat zukommen lassen, Ratschläge hat zukommen lassen, Hilfestellungen gegeben hat, Holz gedreht hat, alles. Ich danke euch so sehr. Ich danke jedem einzelnen Mitglied in meiner Gruppe. Und ich möchte auch, ich möchte so vielen gerne persönlich danken. Also bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwie mal einen Namen vergesse. Zum Beispiel in dem Update-Video habe ich Miss Daisy DIY und Papier-Action genannt. Dabei hat mir aber zum Beispiel die Hedwig Gedönsrad auch mega, mega mächtig geholfen, indem sie Werbung gemacht hat. Also ich möchte auf keinen Fall, dass hier irgendjemand irgendwie untergeht wegen meiner Schusseligkeit. Also ich danke euch wirklich von ganzem Herzen auch für alle Ratschläge und Tipps, versandtechnisch und. Shop-technisch. Also es ist mir wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Ich bin ja ganz neu dabei. Ich habe zwar schon so Händlerwissen, sage ich mal so, und ich weiß auch schon, wie manches so abgeht oder wie man manches eben handhaben muss, aber bei manchen Dingen, man ist ja immer irgendwo neu und bei manchen Dingen können halt in Anführungszeichen die alten Hasen einen doch behilflich sein, und das ist total genial, dass ihr mich überhaupt an eurem Wissen teilhaben lasst. Natürlich habe auch ich viele Infos mir selbst gesucht, ne? So ist es ja nicht. Also ich verlange nicht, dass jemand mir von 0 auf 100 auf die Sprünge hilft, ne? So ist es nicht. Aber dennoch gibt's ja Leute, die halt auch kleine Hilfestellungen nicht geben. Ich meine, okay, so einer bin ich auch, wenn jetzt jemand irgendwie von 0 auf 100 alles von mir wissen will, sehe ich auch nicht ein. Also wenn sich aber jemand im Vorfeld schon erkundigt hat, dann helfe ich natürlich auch gerne. Oder wenn ich weiß, dass diese Person wirklich auch dankbar dafür ist und mich vielleicht auch mal erwähnt oder so, dann helfe ich auch gerne, weil wir sind alles Künstler. Und wir brauchen alle irgendwo Unterstützung. Das ist nun mal Fakt. Und deswegen möchte ich dieses Video nochmal machen. Und ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare für euch ein bisschen Werbung machen. Also, was heißt Werbung machen? Ihr könnt gerne in den Kommentaren mir auch weiter hinterlassen. Wie soll ich das jetzt sagen? In meinem Kopf weiß ich alles so klar, aber manchmal kann ich mich nicht ausdrücken. Also jetzt nicht Werbung machen hier. Ich habe auch einen Shop, schaut mal vorbei. So meine ich das nicht. Aber ihr könnt euch auch gerne hier in den Kommentaren zu Wort melden, falls ihr euch irgendwie durch meine Dummheit irgendwie jetzt ignoriert fühlt oder so, falls ich euch jetzt nicht persönlich genannt habe. Ich danke euch wirklich jedem Einzelnen und ich bin echt excited pur. Also ich bin sowas von aufgeregt und gespannt und überrascht, und das ist der Hammer. Also ich werde weiterhin mein Bestes geben. Also das Beste ist gerade gut genug. Ich werde noch eine Schippe draufschlagen. Ich habe noch so viele Ideen, was noch alles kommt. Ich habe auch in dem Update-Video erzählt, Anfang des Monats kommt immer ein großer Schwung und nächster Monat kommt ein riesengroßer Schwung. Und so Ende des Monats, das ist immer so im 2-Wochen-Takt, Mitte des Monats, kommt da meist immer noch so ein kleines Geplänkel. Genau. Und immer wenn das kleine Geplänkel, oder also immer wenn ein Shop-Update-Video kommt, sind die Sachen auch gerade schon bei Facebook drin. Ich möchte noch mal kurz zu der, also falls ihr das Shop-Update-Video nicht gesehen habt oder vorgespult habt, Versand.
Ja, wie gesagt, ich kann die Versandhaftung nicht auf euch überwälzen. Wenn ihr natürlich von euch selbst ausschreibt, unversichert auf meine Kappe, okay, ja. Aber ansonsten möchte ich leider nur noch versicherten Versand anbieten, beziehungsweise per Prio. Prio ist zwar nicht versichert, aber man hat immerhin eine Sendungsverfolgung und kann durchaus gucken, wann es angekommen ist. Das ist doch ein bisschen sicherer als unversichert. Ein bisschen sicherer, weil man hat da eben eine Nachverfolgung. Die Nummern behalte ich allerdings für mich. Ich schaue danach. Wenn jemand sein Paket nicht bekommen hat, meldet euch gerne. Ich schaue danach, wo es steckt, was drinsteht. Aber jetzt jedem die Nummer noch rauszugeben, das ist auch ein bisschen zu viel Aufwand. Ich schreibe euch immer, wann Geld da ist und wann es verschickt ist. Aber diese Sendungsnummern, die sind in meinen Unterlagen. Damit könnt ihr eh nicht wirklich viel anfangen. Das ist eh meistens ein Luftpolster, der wird dann einfach in den Briefkasten geworfen und gut ist. Von daher klingelt ja auch DHL gar nicht bei euch und gibt's euch. Also ihr müsst auch gar nicht zu Hause sein. Von daher ist die Sendungsverfolgungsnummer eh erstmal hinfällig, in Anführungszeichen. Genau. Und was ich noch sagen wollte, Bestellungen per E-Mail sind natürlich weiterhin möglich, sollten aber eine Ausnahme bleiben, weil das auch eben alles Zeit raubt, ja noch nicht mal Zeit raubt. So will ich das jetzt nicht ausdrücken. Es ist halt schon etwas komplizierter, es ist machbar, aber komplizierter, weil ich will euch auch per E-Mail nicht enttäuschen. Wenn halt bei Facebook was weg ist und ihr es per E-Mail ordert, ja, das tut mir dann halt leid. Also die E-Mail-Bestellungen, es kann durchaus sein, dass dann was weg ist, was ihr wollt. Aber natürlich ist eine Bestellung per E-Mail möglich und ich antworte euch auch ausführlich dann zurück, was noch da ist und. Also wir werden immer eine Einigung finden. Das ist alles überhaupt kein Problem. Meine E-Mail-Adresse ist miss.fruchteis@gmail.com. Und wie gesagt, Rechnung bekommt ihr auch alles mit Rechnungsnummer und. Das ist alles komplett safe. Da braucht ihr gar keine Angst irgendwie zu haben und euch auch jetzt nicht in eine Butze machen, weil die Christina hier irgendwelche Sachen wild verkauft. Ich darf das. Ich darf das. Und was wollte ich euch noch sagen? Ja, eigentlich wollte ich nur Danke sagen. Danke, 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 danke. Und auch danke für alles, was zukünftig noch passiert, für alle Vorschläge, Produktwünsche und. Ich bin mächtig, mächtig dankbar und das wollte ich einfach nur mal kurz nochmal loswerden. Ich habe hier schon einen Löffel in der Hand, weil jetzt geht's ans Glitzermischen. Glitzermischen. Ich habe zwei sehr große Kartons. Glitzer, viel, 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 viel Nail Art Glitter. Eieieiei. Mal, ich habe auch damals von Action so günstigen Glitzer bestellt, aber ich muss ehrlich sagen, davon habe ich nur eine Handvoll, weil ich früher auch viel Resin gemacht habe und das dann einfach auch wahllos ins Resin geschmissen habe. Aber ich habe tatsächlich mir mal meinen ganzen Nail Art Glitter und den hochwertigen Glitter mal rausgesucht. Hier ist zum Beispiel auch Maiko Glitter. Maiko ist jetzt auch nicht billig und da werde ich halt lauter Sachen, also lauter Mischungen. Hier ist Folia Glitter, also wenn ich das jetzt euch alles einzeln zeige, dann sind wir morgen noch dran. Auf jeden Fall, nächsten Monat wird es viel geben. Es werden auch noch mal Halbperlen kommen. Es wird Glitzer geben. Es werden Perlen, 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 Perlen. Haltet euch fest, Perlen. Ja, es kommt noch einiges. Ich bin noch am Überlegen, falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, lasst es mich mal gerne wissen. Hättet ihr eventuell Interesse, mal bei einem Großhändler zu bestellen? Also ich habe ja auch diverse Nummern, die halt ein Händler so hat, HWK und was weiß ich nicht alles. Und vielleicht habe ich dadurch auch also ich habe die Möglichkeit dadurch, ich muss mich halt vorher in Verbindung setzen mit verschiedenen Großhändlern, die da wären, Fessen Creative oder so, dass man da vielleicht mal bestellt. Dann, ich weiß noch nicht, wie es mit der Preisgestaltung ist. Ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, ein Papierblock mich 5 € kostet, in einem normalen, also mich als Händler 5 € kostet, dann sagen wir mal beim Bastelshop XY, die verkaufen den für 8 und ich könnte euch den für 6 anbieten. Natürlich muss ich 1 €, natürlich hätte ich das gerne. So, ich würde dann zu dem Geld, was ich da ausgebe, 1 € pro Artikel draufschlagen, weil ich bin halt immerhin Händler. Ich habe nichts davon, das dann gleich teuer abzugeben. Dafür hättet ihr aber durchaus die Möglichkeit, trotzdem zu sparen im Vergleich zu anderen Geschäften. Also da muss ich mir mal selbst Gedanken machen und ihr könnt mich gerne mal wissen lassen, ob sowas überhaupt von Interesse wäre. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass ich Tapeten anbiete, Tapetenabschnitte. Die sind ja immer 50 oder 53 Zentimeter und da mache ich auch so 50 Zentimeter Dinger. Das ist nur schwierig mit dem Versand. Das ist ultra schwierig mit dem Versand, weil es ja 50. Und
Das ist auch ultra schwierig, das zu schneiden, weil es ist 50 und meine Guillotine geht nur bis 30. Das ist noch so in der Schwebe, da muss ich mir mal überlegen. Aber ich habe noch vieles, vieles andere, was ich anbieten möchte in der nächsten Zeit. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Und genau, ich kann euch einen Sneak Peek geben. Ich gebe euch einen Sneak Peek auf Anfang nächsten Monats. Also, ein Sneak Peek, einen wörtlichen Sneak Peek. Ich habe neue Engelsflügel gepackt. Die werden allerdings diesmal, ich glaube, ja, ich bin mir mit dem Preis noch nicht so sicher. Ich hatte die ja jetzt im April für 3 €. Ich werde aber sehr wahrscheinlich auf 4 € hochgehen müssen, weil, ja, weil es so ist. Punkt aus. Kalkulation. Und hier ist ein Sneak Peek. Und zwar habe ich hier ganz viele Umschlägchen gebastelt. Und da sind Stanzschablonen drin. Quasi Blindbag-Stanzschablonen. Und, genau, wie die dann aussehen, habe ich auch eine kurze Frequenz schon mal für nächsten Monat vorgedreht. Da sind keine Plakate drin. Das sind halt, ich habe in einem anderen Video erzählt, ich habe 8, wo habe ich 7 oder 8, diese dicken Ordner mit den Magnetplatten, Stanzschablonen und habe da mal ordentlich aussortiert und habe auch eine Hobbyauflösung gekauft und auch eine Ladenauflösung gekauft und. Und die werden alle in den Shop wandern, weil, boah, ich habe früher auch viele Muster gekauft und das brauche ich alles nicht. Ich brauche eigentlich nur noch normale Figuren, also normale Formen und so. Was kommt noch? Mein Kopf ist so voll, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall viel, 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 viel Glitzerzeug und Perlen und, und. Lasst euch überraschen. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ach ja, und kurze Info, Bastelvideos werden auch in Zukunft wiederkommen. Ich bin halt nur momentan wieder in der Phase, dass ich hier am Packen bin und komme momentan nicht wirklich dazu, Bastelvideos zu machen. Aber es wird folgen, weil ich habe auch was gebastelt tatsächlich in der letzten Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich blühe ja so auf, was den Shop betrifft. Dieses Ganze, das ist genau das, was ich schon immer gesucht habe und was mich, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber was mich total befriedigt und einnimmt und mir Freude bereitet und mich einfach total glücklich macht, weil ich liebe Bastelmaterial, aber ich kann mich auch wirklich gut davon trennen und das Abpacken und das Wiegen und Zählen und oh, das macht ja so viel Spaß. Also ich glaube, ich bin echt der geborene Händler. Ich weiß nicht, das liegt mir so sehr. Ich bin ja Hotelfachfrau und ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr, mir auch schon überlegt, dass ich unbedingt gerne Verkäuferin sein möchte. Und auch schon auf Flohmärkten. Ich war, ach Mann, ich weiß nicht, Handel. Der Handel ist echt mein Steckenpferd irgendwie. Ich liebe es, ich liebe es. Vielleicht schule ich noch mal um oder so. Mal schauen. Ach ja, und ich sehe hier gerade Prospekthüllen neben mir liegen. Das liegt daran, das kann ich euch auch schon mal für nächsten Monat sagen, es wird Vintage-Papierpakete geben. Ich habe mehrere alte Bücher und auch mehrere alte Notenblätter und auch Vintage-Sticker. Briefmarken habe ich leider keine. Werde ich mal gucken, ob ich bei eBay auch welche schießen kann. Da kostet meistens 1 Kilo, so 15 €, je nachdem. Manchmal 10, manchmal 15, manchmal kriegt man es billiger. Nur damit es halt noch ein bisschen Vintage-lastiger ist. Aber da wird alles Mögliche so bei sein. Hauptsache auch Buchseiten von gelb bis weiß mit Sütterlingsschrift, mit normaler Schrift, halt alt. Schauen wir mal, auf jeden Fall sowas werde ich auch noch machen. Und ach, ich könnte noch stundenlang labern, was alles so in meinem Kopf vorgeht. Aber ich will auch die Stimmung jetzt so nicht vermiesen, gell? Okidoki, dann verabschiede ich mich jetzt hier mal mit endgültig. Danke, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Passt auf euch auf und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.